Im heutigen Video geht es um den Klang von diesem Mikrofon, einem Slate ML1. Und welche Geschichte hinter diesem Mikrofon steckt und wie es genau klingt, das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und oft genug stehen wir ja vor der Frage, habe ich eigentlich das richtige Mikrofon? Mit welchem haben die denn früher aufgenommen? Das waren meistens diese großen Röhrenklassiker, was weiß ich, die Beatles mit dem U47, mit dem berühmten von Neumann. Aber das kann ich mir ja nicht leisten und so weiter. Wie komme ich eigentlich an ein gutes, qualitativ gut klingendes Mikrofon ran? Und ich stand neulich auch mal wieder vor der Frage, habe ich eigentlich genug Mikrofone oder habe ich nicht, kaufe ich mir doch eins oder nicht und wenn ja, welches? Klar, ein U47 hätte ich auch gerne, aber 15.000 Euro, die habe ich ja auch nicht auf der hohen Kante. Und da fiel mir das Interview ein, das ich mit Vincent Sorg geführt habe. Vincent Sorg, der Produzent und Recording Engineer und Mix Engineer von den Toten Hosen, zumindest von den letzten beiden Erfolgsalben. Und Vincent hat mir im Interview, falls du das verpasst haben solltest, kannst du hier oben mal klicken, da findest du einen Link. Vincent hat mir im Interview erzählt, wie er die Vocals von Campino aufgenommen hat und er sagte, ja, ich habe ja diese ganzen teuren Röhrenklassiker auch nicht, aber ich hatte von Slate Digital dieses ML1 da und da konnte ich mir einfach bei der Aufnahme konnte ich mir aussuchen, mit welchem Mikrofontyp ich die Stimme von Campino einfangen wollte. Zum Beispiel mit einem U47. Dann wurde quasi eine Emulation von dem U47 auf die Aufnahme von dem Mikrofon draufgerechnet, wie auch immer das funktioniert. Ich muss nicht wissen, wie es funktioniert, nur dass es funktioniert. Oder er konnte sich aussuchen, einen Neumann U67 oder ein C12 von AKG und so weiter und so fort. Eine ganze Menge Mikrofontypen sind da schon mitgeliefert, wo man sich dann einfach aussuchen kann, och, ich glaube, heute klingt die Stimme mit einem C12 besser als mit einem U47. Oder mit einem U67 fügt sich die Stimme besser in den Mix ein oder so. Und ich fand die Idee grandios, bin dann mal auf die Suche gegangen damals und habe gesehen, dass es wirklich, also out of reach war. Das sollte irgendwie mit Emulation und so weiter über 1.000 Euro kosten. Habe ich gedacht, naja, für mal eben ausprobieren, ist mir das dann doch ein bisschen zu viel Geld. Bis letzten Black Friday. Und beim letzten Black Friday hat der gute Steven Slate aus Amerika gedacht, weißt du was, ich mache jetzt mal so ein richtiges Köderangebot und hol mir die Leute einfach mal eine an die Angel. Und es hat tatsächlich funktioniert. Er hat das Mikrofon mit jede Menge Emulation und so weiter für 550 Euro rausgekloppt. Und da habe ich gedacht, na gut, dafür riskiere ich es, weil wenn es mir nicht gefällt, kriege ich das Geld höchstwahrscheinlich immer noch wieder. Und habe beim Black Friday zugeschlagen und wupp, schlappe 3 Monate später war es dann auch schon auf meinem Tisch. Da hat sich der Gute wohl ein bisschen verschätzt mit der Nachfrage und kam überhaupt nicht mit dem Liefern hinterher. Aber ist ja auch egal. Mir war es ja wurscht, weil ich hatte einen günstigen Preis gezahlt und dementsprechend bin ich zufrieden, dass es jetzt überhaupt gekommen ist. Da steht es und ich habe auch damit schon aufgenommen. Und als allererstes muss man mal sagen, es ist ein ganz ordentliches, handwerklich sauberes und gut klingendes Mikrofon, mit dem man auch ohne die Emulation schon sehr gute Aufnahmen machen kann. Klar, wenn du es zum regulären Preis kaufen müsstest, dann kann man das für 850, glaube ich, ist die Standardausführung für 850 Euro durchaus erwarten. Für 550 Euro, muss ich sagen, ist es wirklich schon ein Schnapper gewesen. Das ist aber nur das Normale. Jetzt geht es ja eigentlich darum, um den Anwendungsbereich. Also kann man tatsächlich dafür sorgen, dass seine Aufnahmen so klingen, als wenn man sie mit einem dieser Röhrenklassiker aufgenommen hat. Ich bin ehrlich, mir ist es völlig wurscht, ob es tatsächlich exakt zu 100% so klingt wie ein U47 oder ob es zu 95% so klingt wie ein U47, weil ich persönlich weiß gar nicht, wie so ein U47 klingt. Ich habe ja noch nie eins hier im Studio gehabt. Das heißt, ich könnte ja noch nicht mal einen 1:1 Vergleich machen. Wenn da eine Emulation von einem U87 dabei wäre, dann könnte ich das vergleichen. Ist aber nicht. Es geht nur um Röhrenklassiker im Moment zumindest. Aber deswegen ist es mir auch wurscht, solange es gut klingt. Und das tut es auf jeden Fall. Das hören wir uns gleich in der Session auf jeden Fall mal genauer an, mit verschiedenen Mikrofontypen, die ich auch auf eine große Anzahl von Stimmen draufgepackt habe. Vielleicht erinnerst du dich an das Video vom mit dem VariSpeed, genau, was ich gemacht habe, mit den unterschiedlichen Aufnahmegeschwindigkeiten in Logic. Da habe ich ja 27 Chorspuren aufgenommen. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du hier mal klicken, kannst du dir das anschauen. Und die ganzen Stimmen habe ich mit dem Slate ML1, so heißt es genau, aus der VMS Virtual Microphone System Serie. Also das virtuelles Mikrofon heißt das, glaube ich. Ne? Virtuelles Mikrofon Serie, so heißt es. Und die habe ich alle damit aufgenommen. Jetzt hören wir uns also gleich in der Session erstmal an, wie das Ganze klingt. Und du kannst dir das zu Hause auch anhören. Du kannst nämlich gleich,
wenn du dieses Video schön zu Ende geguckt hast, bis zum Schluss und mir fleißig auch noch einen Daumen nach oben gegeben hast, falls es dir gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Aber dann klickt schnell auf recordingblog.com und da kannst du dir dann die Dateien nochmal runterladen und nochmal genau anhören, wie charakteristisch unterschiedlich so verschiedene Mikrofontypen klingen. Ich habe ausgewählt ein M49 von Neumann, ein U47 von Neumann, ein U67 von Neumann und ein AKG C12 und die kannst du dir dann unterschiedlich mal anhören und vor allem im Vergleich zu einem nicht emulierten ML1. Also ich habe auch eine ML1-Aufnahme gemacht, wo einfach nur der klare Sound von diesem Mikrofon drauf ist. Kannst du mal vergleichen, was dir am besten gefällt und was die Unterschiede vor allem sind. Wenn dir Unterschiede auffallen beim Hören, dann schreib mir mal genau das unten rein in die Kommentare, damit ich mal weiß, was dein Klang- und Höreindruck ist von diesen unterschiedlichen Mikrofonen und welches dir vor allem am besten gefällt. Wir gehen jetzt aber erstmal rüber in die Session und hören uns das Ganze mal an. Verpasst danach nicht die Frage der Woche. Da geht es nämlich darum, mit welchen Kabeln ich hier im Studio arbeite. Aber das machen wir danach. Jetzt gehen wir erstmal rüber. Also, los geht's. Und da sind wir schon in der Session. Wie du hier sehen kannst, sind die 27 Spuren hier schon auf, die ich aufgenommen habe mit dem ML1. Und wir können uns ja einfach mal anhören, wie die ohne irgendeine Emulation nackig klingen quasi. Also wie das Mikrofon selber klingt, wenn man ohne irgendein Zutun damit aufnimmt und wie es dann insgesamt zusammengemischt klingt. Hören wir mal rein. Also wie ich finde, ein sehr schöner, sauberer, offener Klang vor allem. Das heißt, das Mikrofon selber kann für mich persönlich schon mal als gutes Arbeitstier auf jeden Fall schon mal sehr überzeugen. Hat auch ein kleines bisschen eigenen Charakter, finde ich. Also es bringt schon ein bisschen was mit. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit den Emulationen klingt. Und ich habe hier die Kanäle einfach mal vorbereitet, wie du hier sehen kannst. Das heißt, hier ist überall ein virtuelles Mix-Rack reingeladen, schon mal in die einzelnen Kanäle. Und ich habe dafür gesorgt, dass hier im obersten Kanal, also im obersten Slot, wenn ich den aktiviere für alle Spuren gleichzeitig, dann ist hier das U47 ausgewählt. Wie du hier sehen kannst, auf der Oberfläche kann man sich das Mikrofon ganz normal aussuchen. Man lädt in den ersten Slot einfach hier die Emulation rein und dann klingt es auch schon ähnlich einem U47. Also im Idealfall natürlich möglichst nah, aber wie gesagt, ich kann es nicht überprüfen, weil ich kein eigenes U47 habe. Armes Tuk-Tuk. Ich möchte ein U47 haben. Na komm, Spaß beiseite. Also, der oberste Slot ist das U47. Im zweiten Slot habe ich das U67 ausgewählt. Das ist dieses hier. Das sieht auch aus, ne? Also ist toll, auch wie sie es optisch gemacht haben. Dann habe ich in dem nächsten Slot habe ich das C12, dieses hier ausgewählt, auch optisch sehr schön gewählt. Und dann im letzten Slot habe ich das M49 hier von Neumann, großen Membraner, auch ein Röhrenklassiker, habe ich ausgesucht. Das heißt, wir können jetzt einfach mal umschalten zwischen den einzelnen Emulationen. Ich stelle hier mal kurz zurück auf das U47, was ich ausgewählt habe. Und dann hören wir einfach mal rein, wenn ich umschalte, wie die unterschiedlichen Charakteristika sind. So, jetzt mache ich mal kurz das Mixfenster hier ein bisschen kleiner, damit wir auch ein bisschen was sehen können noch. Und dann schalte ich hier unten einfach mal um. Also erst nackig und dann schalte ich mal ein bisschen dazwischen hin und her. Los geht's. Ooh, ich glaube, jetzt habe ich nur zwei Typen angemacht. Jetzt konnte man spontan schon hören, dass da auf jeden Fall unterschiedliche Charakteristika rauskommen. Beim U47, da ist es schon deutlich mittenlastiger und klingt insgesamt ein bisschen röhriger und hat weniger Höhen. Das U47 hat ja auch nicht so unfassbar viele Höhen. Es kommt ja auch noch aus den 50ern oder es wurde, glaube ich, in den 40ern. Deswegen heißt es doch 47, ne? U47, was 1947, glaube ich, rausgekommen ist oder entwickelt wurde. Auf jeden Fall kann man schon hören, dass unterschiedliche Charakteristika da zu hören sind. Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal einen anderen Punkt aus und schalten dann direkt mal dazwischen hin und her zwischen den. Und ich nehme mal hier den letzten Teil. Und das Tolle ist, dass ich jetzt hier gar nicht mehr mit dem virtuellen Mixrack hin und her schalten muss, denn ich habe die ganzen Spuren schon einmal ausgerechnet. Hier unten sind nämlich eine ganze Menge Spuren, die ich hier schon zusammengerechnet habe. Da habe ich alle Chöre zusammengerechnet. Und das sind auch die Dateien, die du dir dann auf meiner Homepage runterladen kannst unter recordingblog.com. Also einmal den Chor ohne Emulation, dann nur die U47, also alle Mikrofone auf U47 gestellt, dann U67, C12 und dann das M49 noch dazu und dementsprechend können wir jetzt einfach mal hier im letzten Refrain einfach mal diesen Teil hier, der so nackig so klingt. Wir hören mal kurz, das ist nackig so.
Den schalte ich jetzt einfach mal hin und her. Das heißt, einfach mal durch die einzelnen Mikrofone. Ich blende dir ein, welches du gerade hörst. Und achte mal auf die Unterschiede, sowohl in den Mitten als in den Höhen. Ein, zwei klingen auch ein bisschen lauter als die anderen. Das heißt, auch das wurde mit emuliert. Ich habe die alle normalisiert. Also eigentlich sollten die alle gleich laut sein. Aber trotzdem, die unterschiedlichen Klangeindrücke sorgen doch dafür, dass das eine vielleicht ein bisschen lauter rüberkommt als das andere. Also, schalten wir mal hin und her. Wir fangen wieder mit nackig an. Und los geht's. Also ich glaube, jetzt konnte man schon ganz gut hören, dass da wirklich unterschiedlicher Charakter unterwegs ist bei jedem einzelnen Mikrofon. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ohne Musik hören, ist das natürlich erstmal ein rein theoretischer Wert. Klar kann man sagen, gefällt mir besser oder gefällt mir weniger gut. Aber das Tolle ist halt, dass man mit diesen verschiedenen Mikrofontypen halt auch im Mix ausprobieren kann, mit welchem Mikrofon sich die aufgenommene Stimme am besten im Mix durchsetzt. Und zwar ohne Equalizer oder sonst was, das man dafür braucht. Vielleicht ist das hier auch so eine Art Equalizer, dieses virtuelle Mixrack mit diesen Emulationen. Aber nehmen wir es einfach mal so, wie es ist, die unterschiedlichen Charakteristika der Mikrofone. Und dann kann man gucken, ob sich die Stimme im Prinzip bei dem Mix, den man gerade anfertigt, besser als U47 durchsetzt oder eben besser als C12. Das ist das Tolle, was man damit ausprobieren kann. Falls du der glücklichen Lage sein solltest, dir auch so ein Mikrofon gegönnt zu haben, dann berichte doch mal von deinen Erfahrungen unten in den Kommentaren. Und wir gehen jetzt mal rüber, also vergiss nicht, die Sachen runterzuladen auf der Homepage. Ne? Wir gehen jetzt rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Also wie ich finde, schon ein beeindruckendes System. Und ich finde, dass es auch sehr gut funktioniert und auch gut klingt. Wie gesagt, überzeug dich davon, wie es bei dir klingt. Lad dir einfach die Daten runter unter recordingblog.com, findest du dann den Link zum Runterladen. Und dann kannst du es dir zu Hause in deinen eigenen vier Wänden auch nochmal anhören. Kommen wir zur Frage der Woche. Die kommt heute von Jannis Blume und Jannis schreibt: Es würde mich freuen, wenn du mal was Richtung Verkabelung machst. Wie sieht es in deinem Studio hinter den Kulissen aus? Wie steuerst du deine Geräte an? Worauf achtest du beim Kabelkauf? Qualität, Preise etc. Wie bekommst du dein Setup im Allgemeinen zum Laufen? Und wie holst du das Beste raus? Das sind eine ganze Menge Fragen, lieber Jannis. Aber ich konzentriere mich mal auf die Frage der Kabel selber, weil wenn ich dir hier zeige, wie ich hier alles verkabelt habe, ich glaube, da müsste man ein Stundenvideo rausmachen. Ich glaube kaum, dass sich jemand dafür interessiert, wie ich hier zeige, wie ich hier meine Kabel verlegt habe. Ich kann dir nur so viel verraten, ich kann hier an jeder Stelle in diesem Studio arbeiten und habe immer einen Kopfhörer und immer eine Abspielstation bereit, mit der ich sofort eine Aufnahme starten kann. Aber das nur am Rande. Zu den Kabeln kann ich dir nur sagen, für mich ist vor allem wichtig, dass ein Kabel funktioniert. Und dann ist noch wichtig, dass es funktioniert und dass es funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt Pragmatiker. Das heißt, wenn ich ein Kabel habe, ein XLR-Kabel auf 3 Meter, was vielleicht 10 oder 15 Euro kostet und es funktioniert, das heißt, ich mache ein Mikrofon dran, ich stecke es in den Preamp und es kommt ein Sound raus, dann bin ich glücklich und zufrieden. Weil ich bin jemand, der glaubt, dass ein 500-Euro-Kabel nicht viel besser klingt als ein 15-Euro-Kabel. Und selbst wenn es das tut, bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich eine falsche EQ-Entscheidung schon bei meinem Mix dafür sorgt, dass der Kabelunterschied oder der Soundvorsprung, den ich durch das Kabel habe, dass der dann schon wieder wettgemacht ist. Das heißt, ich bin eher dafür, dass der Strom hier durch die Kupferkabel durch muss und ob das Kabel dann 500 oder 15 Euro gekostet hat, ist mir Schnuppe. Hauptsache es funktioniert und deswegen nehme ich auch ganz normale Kabel hier im Studio. Ich höre nicht den Unterschied. Ich habe auch noch nie mal einen Vergleich gemacht. Müsste man mal einen Vergleich machen zwischen einem 500 Euro Kabel und einem, es gibt ja sogar Leute, ich könnte mich da fast schon drüber aufregen, es gibt ja Leute, die sogar 120 Euro für ein Stromkabel ausgeben, weil sie sagen, dann fließt der Strom glatter und dann ist der Sound glatter. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich so pragmatisch veranlagt, dass ich denke, wenn das Kabel funktioniert, dann wird es schon okay sein. Und dementsprechend kaufe ich ganz normale Kabel beim Großhändler, also was heißt, beim großen T, wo die meisten von uns kaufen, und stecke sie ins Mikro rein, wenn sie funktionieren. Wunderbar. Und über den Rest mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Die Verkabelung hier selbst im Studio ist auch mit ganz normalen Kabeln vorgenommen. Und ich habe ja neulich in einem Video mit der Verkabelung über den Preamp, falls du das verpasst haben solltest, kannst du hier oben mal gucken, wie man einen Preamp verkabelt. Da habe ich gesagt, es gibt eine Maxime, der Sound muss irgendwo oder das Signal kommt irgendwo raus und es muss irgendwo rein. Und genauso ist dieses Studio auch verkabelt. Der Sound kommt in die Mikrofone rein, geht aus dem Mikrofon raus, geht durch die Kabel, zack, in meine Preamps rein. Und das einzig Coole, was ich gemacht habe, ist hier diese kleine Patchbay, mit der ich Zugriff auf die verschiedenen Eingangskanäle hinten von meiner Apollo habe. Der Rest ist fest verdrahtet und genauso hergerichtet, wie ich ihn genau brauche. Wie gesagt, falls dich das interessiert, müssen wir das nochmal in einem separaten Video machen. Zur Kabelqualität kann ich nur sagen,
Wenn sie funktionieren, sind sie für mich genau richtig und dementsprechend mache ich da kein großes Buhai drum. Machst du vielleicht ein Buhai darum? Ist dir das wichtig oder hast du tatsächlich den Unterschied gehört zwischen den Kabeln? Zwar, sagen wir mal, zwischen einem 50-Euro-Kabel und einem 15-Euro-Kabel, gibt es da tatsächlich einen Unterschied? Weil dann würde ich mich gerne mal dafür interessieren und das vielleicht auch mal einfach überprüfen. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, welche Kabel ich da nutzen kann, schreib sie gerne unten auch in die Kommentare rein. Ich bin ja immer gerne bereit, neue Sachen zu lernen und auch auszuprobieren und dementsprechend freue ich mich auf deine Kommentare und Hinweise an der Stelle. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und ja. Yasu!